So, wir sind zurück. Spielstand neu geladen, bis zu der Stelle wieder weitergespielt. Das waren ungefähr, ich sag mal, eine Spielrunde. Das war zum Glück nicht so viel. Wir sind wieder hier bei YouTube Livestream immer noch vom 10.11. Letzter Aufnahmeteil für heute. Und wir machen hier weiter. Also, hier haben wir diesen Kampf jetzt gehabt gegen diese Renner. Unsere Musketiere haben sich gut geschlagen. Und wir machen jetzt hier weiter mit neuen Technologien, nämlich das Heurika für das Ra-Segel haben wir hier erforscht. Sehr, sehr schön. So, unser Musketier, der muss jetzt allerdings mal ein bisschen, also er hat jetzt relativ viel einstecken müssen. Und ich würde sagen, den ziehen wir jetzt erstmal mal in die Stadt zurück. Da kann er sich noch besser heilen. Und die Renner re reiben sich hier so ein bisschen auf. Und dann können wir auch besser zurückschlagen. Wir können Tee weghandeln. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Wir machen aber vorher eine Sache noch. Ambiorix werden wir vorher noch zum Freund erklären. Und wir müssen das, glaube ich, auch wieder bei dem guten Gilgamesch machen. Gut gemacht. Wir stehen als Geschwister zusammen. Sehr schön. Ambiorix ist schon mal unser Freund. Und auch hier, die Sumera, müssen wir nochmal die Freundschaft verkünden. Das haben wir gerade noch nicht gemacht. Das hatten wir vorhin ja auch schon. So, Gilgamesch erwidert eure Freundschaft mit Freuden. Die Welt soll wissen, dass wir einander Freundschaft geschworen haben. Sehr schön. Also drei Freunde schon mal auf der Karte. Ist doch schon mal eine schöne Sache. So, was wir auch gemacht haben schon in der letzten Runde ist, wir haben hier angefangen, unsere Hyperspisten zu verbessern. Zu Musketieren. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Geben unser Gold jetzt dafür aus. Und der Plan hier unten nach, vielleicht doch nochmal Persien ein bisschen unter Druck zu setzen, steht immer noch. So. Wir werden hier einmal, was bewirtschaften wir? Wir bewirtschaften diesen Regenwald hier auch, sehe ich gerade. Das ist auch wirklich eins der Felder, die vielleicht noch ein bisschen Produktion bringen. Was machen wir denn hier? Hier bewirtschaften wir das auch. Das auch. Ja. Können wir hier noch eine. Wir müssen hier ein bisschen mehr Produktion schaffen. Also der einzige Anreiz, wo ich noch sehe, dass wir hier noch ein bisschen Produktion schaffen können, wäre auf diesem Feld eine Mine zu errichten. Und das würde ich tatsächlich sogar jetzt mal in Betracht ziehen. Wir könnten hier dann nochmal einen Bauernhof platzieren. Das würde aber nur nochmal für die beiden Sachen was bringen. Das würde auch nur mehr Nahrung bringen. Nahrung haben wir ja tatsächlich in dieser Stadt genug. Produktion ist das große Manko. Und wenn wir hier eine Mine bauen, dann könnten wir auch den Regenwald hier hinten nämlich roden. Den brauchen wir nämlich nicht unbedingt. Ja, das ist ein guter Plan. Also, errichten wir hier eine Mine. Zack, dann können wir nämlich dieses Feld hier aufgeben. Genau, können das bewirtschaften. Alles geht ein bisschen schneller und dann machen wir diesen Regenwald hier nochmal weg. So. Ja, Tee. Jetzt können wir mal gucken wegen Tee. Jetzt müssten wir nämlich ein bisschen mehr Geld kriegen. Also, Tee wollen wir haben. Und ja, Sumerien gibt uns ein bisschen was dafür. Und das machen wir auf jeden Fall. Das Gold können wir auch gebrauchen. Wir brauchen mehr Wohnraum, das ist klar. Der Waldbrand ist erloschen, das ist auch sehr schön. Und wir haben, wie gesagt, das Ra-Segel. So. In Galapsos ist einiges fertig geworden. Unser Theaterbezirk ist fertig. Genau, wir könnten jetzt hier gucken. Kilwa Kisivani, das, was wir machen wollten mit den drei Gesandten. Immer noch 51 Runden, das ist mir einfach viel zu lang. Lohnt sich überhaupt nicht. Wir haben ja 8 Wohnraum inzwischen. Wir haben jetzt so ein bisschen leichte Wohnraumprobleme. Ich bin stark dafür. Hier nochmal ein. Okay, wir könnten ja auch einen Campus. Ein Campus ist doch vielleicht gar nicht so verkehrt. Oder werden wir das Ding nochmal irgendwann bauen? Zwei Regenwaldfelder plus zwei Bezirke wären ein sehr schöner Campus. Obwohl wir hier. Wenn hier noch ein Riff gewesen wäre, wäre das wirklich bombenmäßig gut gewesen. So auch schon nicht schlecht. Wir könnten den dritten Bezirk bauen. Wir müssen aber erstmal ein bisschen was für Wohnraum tun, glaube ich. Den Leuchtturm zum Beispiel. Was bringt uns denn ein Schutzgebiet? Gewährt bis zu drei Wohnraum, basierend auf Anziehungskraft, verursacht Kulturschock für angrenzende Länderfelder und erhöht ihre Anziehungskraft um 1. Ja, okay, die Anziehungskraft ist hier nicht besonders hoch. Das lohnt sich hier nicht. Werbe ist auch eine schöne Sache für Wohnraumschaffung. Darüber haben wir noch gar nicht so gesprochen. Das ist auch etwas, was neu dazugekommen ist in den neueren Teilen. Ein Bezirk, was ich sehr, sehr wenig baue und was ich oft nicht berücksichtige, was aber gar nicht so schlecht ist, gerade wenn man so Wohnraumknappheit hat. Da können wir uns auch nochmal in den anderen Städten rumgucken, ob wir vielleicht das ein oder andere Schutzgebiet nochmal bauen können. Ein Diplomatenviertel. 7 Runden. Das wäre allerdings besser, wenn wir das so in die Nähe von Kulturbezirken bauen, weil das nochmal den Tata-Bezirk
auch pusht. Also das wäre dann sinnvoller für eben so eine Stadt, hier unten zum Beispiel, wo wir auch Theaterbezirke haben. Wobei hier sind wir drumherum schon alles gelegt, aber vielleicht hier oben nochmal die Möglichkeit. Hier auf diese Seite vielleicht noch. Genau. Gut. Ich bin dafür, dass wir hier den Leuchtturm bauen. Ich habe das Kilwa-Kisiwane noch nicht ganz aufgegeben. Vielleicht haben wir uns noch irgendwann die Gelegenheit, das zu bauen. Drei Gesandte zu bekommen, ist wirklich eine coole Sache. So, hier Handwerker, du bleibst. Du heilst dich aus, genau. Und du erforscht dir noch ein bisschen die Küste, bevor wir dann übers Ozean auch schuppern können. Noch drei Runden, dann ist es soweit. Und ja, alles andere ist noch erstmal im Bau und soweit erstmal alles eingestellt. Wir haben noch nicht genug Gold, um jetzt die nächsten. Genau, wir brauchen vor allem auch wieder Salpeter. Aber nächste Runde ist soweit. Dann haben wir 20 mal Salpeter und wir haben das Gold zusammen. Hey, Piet Flosse! Oder Piet Flosse, besser gesagt. Wie kann man eigentlich die anderen Parteien so anzeigen, dass man ihre Forschungen so sehen kann? Oh, das kann ich dir gleich sagen. Sag ich dir gleich gerne. Einen Moment. So, und zwar gehst du. Man bewegt sich hier noch? Okay, da bewegt sich noch was. Geht sofort los. Lassen wir mal die Spielrunde zu Ende spielen, dann geht's los. Und den Weltkongress können wir gleich nochmal machen. Ich zeige dir erstmal hier oben. Also, das geht hier oben im Spielmenü, logischerweise, in den Optionen. Und dann unter Interface. Also sprich der Punkt unter Sprache, je nachdem, welche Sprache du hast. Und dann hast du hier Erträge im HUD-Bereich anzeigen. Das ist der Menüpunkt. Und da einfach unter immer anzeigen gehen. Du kannst es auch zum Beispiel machen, zeigen bei Mouse-Over. Wenn das zum Beispiel während des Spiels stört, dass es angezeigt ist und du das nur dann haben möchtest, wenn du rüber hoverst, dann kannst du zum Beispiel auch das hier einstellen. Dann wird das jetzt erstmal wieder so angezeigt, wie man es kennt, und dann, wenn ihr rüber hovert, werden dann die Erträge angezeigt. Also so kann man es auch machen, wenn man möchte. Finde ich aber ein bisschen umständlich, da immer rüber zu hovern. Deswegen habe ich das auf immer anzeigen gemacht. Also Interface, Spieloption Interface und dann eben die Erträge im HUD-Bereich anzeigen und dann immer anzeigen. Und dann hast du hier oben die kompletten Anzeigen der Gegner, der KI-Gegner. So. Ist natürlich schon ein ziemlicher Vorteil. Wow! Ein herzliches Willkommen an Apfelkuchen und seine Chaos-Crew, die noch wieder ein ganzes Stück größer geworden ist. Das ist ja unfassbar. 15 Personen! Ich bin ja absolut begeistert. Was geht denn hier ab? Ja, herzlich willkommen! Ich habe gesehen, Apfelkuchen, du hast dir ein neues Spiel rausgesucht, was du jetzt spielst. Und zwar spielst du jetzt mit Evil Dynasty. Ich habe dich gestalkt. Ja, herzlich willkommen, DSF Serotonin und wahrscheinlich die ganze Crew, die jetzt hier dazugekommen ist. Herzlich willkommen bei Civilization 6 und meinem Spiel mit Alexander dem Großen gegen die KI auf Gottheit. Ja, du Verrückter, 15 Leute hier anzuschleppen. Es wird ganz schön kuschelig jetzt hier im Chat. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für den Raid. So, Modernisierung geplündert. Ja, das ist natürlich uncool. Aber gut, das lässt sich jetzt nicht vermeiden. Aber wir haben schon noch einen Handwerker, mit dem wir das hier, mit dem wir hier das Ganze ein bisschen wieder kitten können. So, ein Naturwunder geworden. Die verbotene Stadt wurde gebaut. Auch wieder ein Weltwunder, was wir nicht bauen wollten. Sehr gut. Noch sind unsere verfügbar. Ja, natürlich im positiven Sinne. Ja, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Apfelkuchen. Und danke für die Komplimente. So, dann gehen wir jetzt in den Weltkongress. Wir müssen neue Abstimmungssachen machen. Ganz, ganz wichtig. Militärberater wählt ein Ergebnis für diese Reduktion. Einheiten der gewählten Bevölkerungsklasse erhalten plus 5 Kampfstärke oder Einheiten der gewählten Bevölkerungsklasse verlieren 5 Kampfstärke. Ich würde sagen, wir sind dafür. Und sind hier für Nahkampfeinheiten. Das sind nämlich die Einheiten, die wir am meisten haben. Aber eigentlich ist mir die Resolution relativ egal. Und Söldnerkompanien. Wählt ein Ergebnis für diese Resolution. Die Produktion oder der Kauf von Militäreinheiten mit der gewählten Währung kostet bis zum nächsten Weltkongress plus 100%. Ja, gut, das ist natürlich eine Sache.
Ah, weiß ich nicht. Gorgo bevorzugt dieses Ergebnis, okay? Ich will eigentlich keine Militäreinheiten kaufen. Vielleicht könnten wir das irgendwie auf Fernkampf oder Kavallerie vielleicht machen? Ach so, wir könnten einfach sagen Produktion. Produktion wäre nicht schlecht. Wir produzieren eh keine Militäreinheiten im Moment. Dann sind wir auch stark dafür und werden dafür jetzt auch krass abstimmen. Gorgo ist auch dafür. Gorgo, unsere Freundin, wir müssen sie unterstützen. Wir könnten auch noch etwas dafür opfern. Dann geben wir unsere diplomatische Gunst auch aus. Ja, machen wir es so. Zack, wir stimmen so ab. Und guck mal, was wir dabei rauskommt. Diplomatie ja immer noch eine sehr interessante Siegvariante für uns. So, Einheiten der gewählten Beförderungsklasse erhalten plus 5 Kampfstärke. Nahkampf, da haben wir schon mal gut dafür gestimmt und das wurde auch angenommen. Sowieso alle dafür gestimmt. Und Nahkampf hat sich am Ende sogar durchgesetzt. Wow, das war stark. Das war eine so gute. Ja, genau. Hattet ihr Spaß bei Medieval Dynasty? Das sind natürlich die wichtigsten aller Fragen. Apfel stimmt natürlich. Okay, und hier wurde das zweite genommen, dass es weniger Geld kostet mit der Produktion. Das heißt, da haben wir die Resolution verloren. Aber zumindest eine haben wir gewonnen. So. Und wir haben die Erkundung. Oh, Entdeckung der Erkundung. Das heißt, wir können jetzt auch Der eine neue Tag, an dem wir Regierung nichts mehr abschließen. entdecken, ist der Tag, an dem wir ein Leben in einer toten Welt ohne Neugier und Träume beginnen. Eine neue Regierungsform ist freigeschaltet und wir gehen in das nächste Regierungszeitalter und wir rufen jetzt eine Handelsrepublik aus. Das ist wunderbar. Wir verlieren jetzt die Anwendigkeit natürlich etwas, aber Produktion von Bezirke wird besser. Wir brauchen die Zeitalterpunkte. Und wir haben jetzt neue Politikkarten dafür auch. Das ist wichtig. Wir haben mehr Politikkarten vor allem. Wie seht ihr hier? So, Militärpolitikkarten. Wir wollen mehr Annehmlichkeiten mit Garnisonseinheit haben. Das gibt vier Annehmlichkeiten dazu. Das ist, glaube ich, das Sinnvollste, was wir machen können gerade. Annehmlichkeiten, um die Stadt zufriedenzustellen. Das hier unten finde ich auch noch gut. Bei Diplomatie können wir auch einen weiteren Punkt machen. Und wir können hier ein plus 19 Gold kriegen, indem wir plus ein Gold durch jeden Gesandten in Stadtstaaten bekommen. Das ist natürlich Wahnsinn. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, ich denke. Das sieht so ganz gut aus. Erstmal Wissenschaft, Produktion, Gold und nochmal Wissenschaft und Kultur. So möchte ich das haben. Zack. So. Ja. Dann würde ich sagen, sind wir hier schon mal fertig damit. Wir haben einen Technikbonus bekommen. Wir können wieder irgendwie das Eisen verhandeln. Das ist aber unwichtig. Wir brauchen immer noch mehr Wohnraum, da sind wir gerade dabei, vor allem hier mit dem Aquädukt. Und hier haben wir auch den Staudamm, das gibt auch nochmal mehr Wohnraum, da sind wir eigentlich dabei und wir haben einen weiteren Diplomatie-Siegpunkt verdient. Zeitalterpunkte haben wir auch verdient, wir sind aber noch echt schlecht. Also das goldene Zeitalter bzw. das normale Zeitalter zu halten, wird relativ schwierig nach unserem goldenen jetzt in dieser Zeit. Von daher müssen wir mal schauen. Ja, sehr schön. Naja, Medieval Dynasty ist auch ein sehr interessantes Spiel. Ich glaube, ein paar von uns hatten das auch schon mal gespielt. Ist sicherlich auch umfangreich und langwierig, wenn man so das ganze Dorf aufbauen wird, aber macht sicherlich auch Spaß, wenn man sich da einmal so rein gefuchst hat und ist ja doch recht immersiv auf das Spiel. Gut. Und dann machen wir weiter. Humanismus. Wäre interessant, diplomatischer Dienst wäre auch noch interessanter. Wir könnten dauerhafte Botschaften, Heiligenkrieg erklären, Befreiungskrieg erklären, Spionage. Ja, mega geil und zeitaufwendig, genau. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, was machen wir jetzt? Humanismus, Monarchie finde ich nicht so interessant. Marinetradition gibt uns nochmal einen Gesandten. Dauert auch nur drei Runden. Und gibt einen Nachbarschaftsbonus für Hafenbezirke. Vielleicht das nochmal dazwischen schieben. Das finde ich nochmal ganz interessant. So. Weiter geht's. Handwerker. Du wirst jetzt hier einmal hinten bitte den Regenwald roden. Wir brauchen Produktion und wir brauchen das Holz für unseren Campus hier, beziehungsweise für den Staudamm. Wichtig. Genau, du machst erstmal nichts weiter. Du heilst dich weiterhin aus. Wir könnten dich angreifen, aber das lohnt sich noch nicht.
Und du wirst hier weiter nach unten. Oh, warte mal. Oh krass, hier ist ein Naturwunder. Hier sind irgendwelche. Ich glaube, hier sind die Galapagos-Inseln. So. Und dann machen wir, glaube ich, erstmal uns auf in die nächste Runde. Ja, alles andere braucht noch ein bisschen. Heilige Stätte ist hier bald fertig. Auch das Aquädukt ist bald fertig. Hier ist der Hafen bald fertig. Sehr schön. Nächste Runde. Eure Schatzkammer fühlt sich beträchtlich. Es ist immer schön, ein so gutes Einkommen zu haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Das hilft uns. Werden gleich mal weiter Musketiere ausbilden. Das ist auch wichtig. So. Und ja, mehr Wohnraum benötigt, wissen wir. Jetzt auch hier in Marbella. Da ändern wir auch schon was dran. Klar, auch in Galapsos brauchen wir mehr Wohnraum. Da bauen wir den Leuchtturm. Da müssen wir auch schon dran. Und auch hier oben in der Schildkrötenbucht. Aber da sind wir auch schon dran. Freundschaft ist abgelaufen. Das ist aber doof. Die wollen wir natürlich auch wieder erneuern mit Gorgo, bitte. Sehr schön. Und hier wurden Kriege erklärt. Ich glaube, die haben immer noch Krieg, Gallien und Dings. Und das ist immer noch eine freie Stadt. Da bin ich wirklich mal gespannt, was mit der hier passiert. Wozu die irgendwann mal gehört. So, und Alexandretta, der Hafen ist fertig. Jetzt würde ich sagen, sind wir hier schon Richtung Kornspeicher unterwegs. Die will ich sogar kaufen, damit wir hier schnell neue Bevölkerung bekommen. 3 von 6 Bevölkerung. Wir könnten hier auch nochmal einen Handwerker gebrauchen. Können wir uns den nochmal mit Glauben kaufen? Ja, dafür müssen wir ein bisschen mehr sparen. Das sieht hier nicht so gut aus. Vielleicht einfach mal ein Handwerker. Ah, 15 Runden dauert mir deutlich zu lange. Also da dann lieber doch Monument vielleicht. Grenzerweiterung schneller. Ja, vielleicht dann doch Richtung Monument mehr Kultur generieren. Wir haben mit 0,8 Kultur in der Stadt, ist ein bisschen wenig. Dann haben wir hier schneller neue Geländefelder. So, der hat sich jetzt anscheinend. Ich weiß nicht, wo der hat sich denn jetzt hingezogen? Zurückgezogen oder nach Nazca? Er ist auf jeden Fall weg. Gut, dann schicken wir mal den hier hin und unseren Handwerker hier hin mit dazu. Und reparieren mal hier unser Weidefeld. Ja, gut, das ist natürlich wirklich nicht das beste Feld. Können wir hier vielleicht mal eins kaufen? Wann wird das denn? In 2 Runden. Okay, gut. Dann werden wir in 2 Runden mal das Feld hier und die Mine anschließen. Den Steinbruch. So, und hier forschen wir jetzt ein neues Die Naturwunder. Naturgeschichte dieses Archipels ist sehr bemerkenswert und scheint eine kleine Welt für sich zu bilden. So, Galapagos-Inseln. Wunderschön. Leider nicht in unserem Besitz, aber sehr, sehr schöne Geländefelder. Ihr seht selber sehr, sehr viel cool, sehr viel Wissenschaft vor allem auch. Wäre natürlich schön gewesen, hätten wir das vorher gewusst, aber gut, kann man nicht ahnen. Nehmen wir aber trotzdem mal gerne so auf, dass es da ist. Und wir kriegen immerhin einen Zeitalterpunkt, weil wir Naturwunder entdeckt haben. Auch das ist eine schöne Sache. Aber uns fehlen wirklich sehr, sehr viele Zeitalterpunkte, um das irgendwie zu wuppen. Ja, gute Nacht, Apfelkuchen. Schön, danke nochmal für den Raid. Schlaf gut und wir hören und beziehungsweise schreiben uns definitiv wieder. Ne, bis zum nächsten Mal. Und so. Nächste Runde. Das reicht jetzt nicht vom Geld, ne? Genau. Da müssen wir noch mal eine Runde warten. So, einmal hier bitte den Regenwald roden. Zack. Und schon sind es nur 7 Runden bis zum Staudamm. Auch das sieht sehr gut aus. Ja, und vielen Dank, Hutzelberger, für den Follow. Vielen, vielen Dank. So. Bist du auch einer von der. Warst du auch bei Apfelkuchen mit im Raid jetzt? Oder hast du so den Weg hierher gefunden? So. Einmal in die nächste Runde. Ja.
So, was haben wir denn hier? Kartografie, Marinetradition. So sieht es erstmal gut aus. Warum haben wir denn hier dieses Feld hier bewirtschaftet? Warum? Ach so, weil wir 9 Einwohner dazu bekommen haben. Ich würde ja wund. Eigentlich müssten wir das hier noch bewirtschaften. Eigentlich müssten wir uns das hier irgendwie dazu kaufen, weil das ist schon eins der besseren Felder hier. Ich würde tatsächlich sagen, das machen wir jetzt auch. Auch wenn das jetzt. Ah, oh, das kostet 170 Gold. Das ist halt echt viel. Das ist mir eigentlich zu viel. Kriegen wir denn hier Geländefelder dazu? In 7 Runden. Haben wir hier noch gar kein. Wir haben hier noch gar kein Monument, sehe ich gerade, ne? Auch nicht so besonders toll. Das würde dann natürlich das nochmal deutlich schneller machen. Ja, das kann sein. Ja, dann vielen Dank, dass du den Weg. Dann schön. Freut mich, dass du den Weg hierher gefunden hast. Dann wünsche ich dir hier viel Spaß bei uns. Bei Phalanx Streams und viel Spaß hier bei Civ. Ein bisschen werden wir noch streamen. So. Oder werde ich noch streamen, besser gesagt. So. Ich würde sagen, das Monument ist auch gut. Okay, ich glaube tatsächlich, das nützt nichts. Wir werden hier ein bisschen mehr in die Wirtschaft investieren müssen. Und das Monument erscheint mir. Oder in den Kornspeicher müssten wir eigentlich auch investieren. Wir brauchen hier deutlich mehr Wohnraum. Ihr seht es hier, ne? Wohnraum. Also erstmal Wohnraum. Wir werden jetzt erstmal nochmal hier den Kornspeicher bauen oder kaufen. Ja, wir machen relativ viel. Das stimmt tatsächlich. Also Civilization ist nicht nur. Also nicht nur, dass wir. Dass du nicht immer die gleiche Stimme hörst, wenn du hier bei uns auf den Kanal schaltest, sondern der gute Koji, der jetzt hier ist, gerade als Mod drin ist, streamt hier auch mit. Unter Phalanx Streams, also wir beide machen das zusammen. Und ja, wir haben natürlich diverse Projekte zusammen oder auch einzeln. Und genau, hier wird dann immer mal was anderes gestreamt. Auf jeden Fall vielen Dank. So, nee, ich möchte nicht meine diplomatische Gunst gegen dich tauschen, auch wenn du mir 3 Gold dafür bittest. Die möchte ich gerne behalten. Ich möchte eigentlich gar nicht mit dir handeln. Du hast auch gar nichts für uns. Salpeter hast du für uns, aber das haben wir selbst. Das lehnen wir ab. Wie schön, dass ihr uns den Bau von Wundern überlässt. Machst du mir doch gar nicht. Wir bauen doch selber Wunder. Oder hast du jetzt uns eins weggeschnappt? Das wäre schlecht. Das wäre wirklich schlecht. Ich hoffe nicht. Ich würde mein Chichén Itzá ganz gerne gebaut haben. Ach, guck mal, da ist auch unser Renner wieder. Oh, Glockenspiel und Gesänge. Weihrauch und Heiligenbilder, die Heiligenstätte von Makobuberg bringt Anhänger und Pilger zur Anbetung der höheren Dinge. Siehst du, guck mal, jetzt haben wir sogar in dieser heiligen Stadt Koji auch noch eine heilige Stätte gebaut. Ist Nicht das nicht jeder, was? der wandert, ist verloren. So, Kartografie, sehr schön. Unser Schiff, unser kleines peinliches erstes Antikschiff, in Anführungszeichen, darf jetzt die Weltmeere bereisen. Und ich würde tatsächlich sagen, wir machen das jetzt mal, in der Hoffnung, dass wir vielleicht Kleopatra kennenlernen, die uns noch fehlt. Also Bauwesen haben wir Ausrichtungsbonus, wir haben noch da 3 Zeitalterpunkte dazu bekommen. Ah, wir mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, wir kommen aber trotzdem wahrscheinlich nicht zurecht, dass wir es bis zum nächsten Zeitalterwechsel schaffen. Also ich wüsste jetzt nicht, wie wir jetzt noch hier 14 Zeitalterpunkte bekommen sollen. Naja, vielleicht durch ein paar Projekte. Aber wird trotzdem schwer. Gut. Ich würde sagen, wir pushen das nochmal ein bisschen mit der Heiligen Stätte. Wir können jetzt hier eh nicht groß was machen. Wir brauchen auch eigentlich keine neuen Geländefelder. Dafür ist diese Stadt eh noch zu klein. Aber wir wirtschaften jetzt gerade das kulturelle Feld hier. Das ist natürlich zwar schön von der Kultur her, aber ich würde tatsächlich eher dann doch in Richtung Produktion gehen, wobei das eigentlich okay ist. Ja, machen wir einfach. Und dann bauen wir den Schrein, um noch mehr ein bisschen mehr Glauben zu generieren. Wir sollten das noch so ein bisschen nutzen, solange wie möglich hier unseren. Solange wie möglich unseren Bonus mit dem, dass wir zivile Einheiten für Glauben kaufen können, zu nutzen zu können. Und dann sollten wir noch mal ein bisschen mehr Glauben generieren. Noch haben wir die Möglichkeit dazu. So, genau, Militärtradition ist durch. Das war, beziehungsweise, was haben wir gemacht hier als letztes? Ach so, die Kartografie.
Schauen wir mal weiter. Bildungswesen würde ich jetzt ganz gerne machen. Universitäten. Mehr Forschung. Das hier unten interessiert mich erstmal nicht. Das ist eh schon gebaut, die verbotene Stadt. Gehst durch. Die Universität zwar auch, die St. Chore Universität. Aber ich würde sagen, Bildungswesen finde ich interessant. Um mehr Wissenschaft zu generieren. Wir sind wir hängen immer noch echt hinterher. Kultur haben wir es inzwischen echt geschafft, aber Wissenschaft, wenn ich sehe, was Trajan da macht, dann hat er, glaube ich, in 50 Runden einfach schon die Raketen zum Mond gebaut und dann ist eh vorbei. Wahnsinn. Also gegen Trajan spiele ich nicht mehr, das sage ich euch. Das macht ja auf Gottheit gar keinen Spaß. So, Tuspa. Neues Projekt. Wir sind jetzt hier komplett ausgebaut. Was ist denn Angkor Wat und was kann das? Das bringt uns Glauben. Der Bau liefert plus eine Bevölkerung in allen aktuellen Städten und plus einen Wohnraum in allen aktuellen Städten. Das ist ja krass. Das ist ja ein krasses Welt. Das kann ich ja, damit noch nie gebaut. Damit habe ich noch gar nicht beschäftigt. Aber plus eine Bevölkerung in jeder Stadt, plus ein Wohnraum in jeder Stadt, das ist natürlich ein super krasses Wunder. Könnten wir sogar bauen. Könnten wir tatsächlich sogar bauen. Dauert also 27 Runden. Ob wir das machen müssen? Nee. Schwierig. Aber ansonsten sehe ich ja auch nichts Sinnvolles, ne? Also jetzt irgendwelche Militäreinheiten zu bauen, Siedler, nee, Handwerker, könnte man überlegen, aber da ist das Ding, was machen wir mit den Handwerkereinheiten? Wir können noch, klar, wir können noch, hier oben ist eigentlich auch nichts wirklich was zu tun. Also, man könnte natürlich jetzt sämtliche Felder hier zuballern, also mit Bauernhöfen, mit Minen, dann später kann man Wälder pflanzen und sowas, aber man kann später noch ganz coole andere Sachen machen. Also wir brauchen auch noch ein paar Felder zum Beispiel für Elektrizitätserzeugung später, wenn wir denn überhaupt so weit kommen. Da sind so eine flachen Felder, die sonst nicht so viel abwerfen, eigentlich auch prädestiniert dafür. Das sollte man nicht vergessen. Ich glaube tatsächlich, ich baue das jetzt einfach mal, Angkor Wat. Komm, wir probieren das jetzt einfach mal. Wir haben ja eh nichts zu verlieren. Und wir sind eh weit hinterher. Und das könnte uns nochmal ein ganzes Ende nach vorne bringen. Also wir haben 9 Städte, das wären 9 Bevölkerungen mehr, was ja auch wieder mehr Wissenschaft, mehr Kultur bringt. Und so weiter. Und bringt uns auch noch ein bisschen Glauben. Also eigentlich finde ich das ganz gut. Jetzt brauchen wir nur den geeignetsten Bauplatz dafür. Wir müssen mal ein bisschen intelligent, also wir müssen ein bisschen überlegen, wie wir das noch profitabel machen können. Hier wollen wir den Industriebezirk bauen. Das heißt, hier ist schon mal raus. Das heißt, das oder das fällt. Das ist eigentlich nicht sinnvoll, weil wir hier nichts anderes in der Nähe haben, was davon profitiert. Und wenn wir das hier hinbauen, haben wir eine reelle Chance, hier noch einen relativ guten Theaterplatz zu bauen. Also ich bin dafür, wir setzen das Ganze dann, wenn dann hier hin. Angkor Wat sieht so aus. Und dann könnten wir in Halikarnassos hier nochmal einen relativ guten Theaterplatzbezirk bauen, der immerhin plus 2 hat. Einfach wegen dem Weltwunder und wegen der Stadt hier. Wir kriegen hier leider keinen dritten Bezirk hin, aber es ist immer ein bisschen was an Kultur, was wir hier schaffen können. Und wir nutzen das ein bisschen wenigstens. Und alternativ könnte man hier noch einen vierten Bauernhof platzieren, um diesen mehr Nahrung zu haben. Aber also Nahrung scheitert nun wirklich nicht in dieser Stadt hier. Alleine die 3 Bauernhöfe plus den Staudamm dazu. Macht eigentlich schon genug. Und wir haben hier noch nicht, doch, die Wassermühle haben wir, glaube ich, hier schon gebaut, ne? Ja, die haben wir schon gebaut. Gut. Dann machen wir das einfach. Angkor Wat, komm, was soll's. Bauen wir hier in Tulsa Angkor Wat. So. Hilft uns ja vielleicht. Vielleicht kriegen wir es auch gar nicht zu Ende gebaut. Also, wir könnten mal überlegen, wenn wir die Marinetradition erforscht haben, dass wir vielleicht ein bisschen was dafür tun, dass wir unsere Welt, den Bau von Weltwundern ein bisschen pushen können bei Politikkarten. Vielleicht finden wir da was Passendes. So, ich würde fast tendieren, jetzt mit dem Handwerker und unserem Musketierreiter, unserem Musketier, hier ein bisschen nach vorne zu gehen, um den mal ein bisschen unter Druck zu setzen und hier dann vor allem auf die Steine zu kommen, denn die müssten jetzt nicht bald, ja, in der nächsten Runde nämlich freischalten, dass wir die nochmal modernisieren. Gibt uns auch nochmal Glauben. Wichtig. Und dann geht's in die nächste Runde. So.
Erlaubt ihr uns, eine Botschaft in eurer Hauptstadt einzurichten? Ich hatte mir das schon mal angeguckt in die Botschaften. Ich glaube ja. Also er ist ja auch ein Freund von uns und ich bin da und ich sehe das unkritisch. Eure Botschaft ist eine willkommene Bereicherung für unsere Hauptstadt. Sehr gerne. Gibt uns, glaube ich, sogar noch mal ein bisschen Geld oder diplomatische Gründe oder sowas. Ich kann das gleich noch mal in der Zivilopädie nachgucken. Mit den Botschaften, also ich habe schon sehr viele Partien wirklich gespielt, auch auf Gottheit, aber mit den Botschaften habe ich mich wahnsinnig wenig beschäftigt. Das habe ich mal so nach Gefühl gemacht. Ehrlicherweise. So. Also, wir haben eine gemäßigte Flut, das ist nicht so schlimm. Das geht, das stört uns auch nicht, das ist weit weg von unseren Grenzen. Eine gute Marine ist keine Anstiftung zum Krieg. Es ist die sicherste Garantie für Frieden. So, und wir haben die Marinetradition erforscht. So, jetzt gucken wir mal auf unsere Politikkarten und schauen mal, ob wir irgendwas finden, was unsere Weltwunder ein bisschen pusht, vielleicht. Antike und Klassik, da sind wir schon raus. Das ist zu wenig. Da kommen wir nicht weiter. Das haben wir schon mit der Produktion. Wissenschaft und Kultur machen wir auch. Annehmlichkeiten ist wichtig. Hier kriegen wir Wohnraum. Der ist jetzt erstmal nicht ganz so. Also das mir dann, da ist mir das andere wichtiger. Also wir haben keine Wirtschaftskarte, die das derzeit verbessert. Da müssen wir die wahrscheinlich erst freischalten. Dann lassen wir die Politik erstmal so, beziehungsweise wir schauen mal, wann oder wo ist denn diese Karte mit den Weltwundern? Da. Monarchie, göttliches Recht. Plus 15% Produktion für Wunder der Renaissance, des Mittelalters und der Klassik und Antike. Das ist die Karte, die wir brauchen. Ja, dann ist klar, dann gehen wir hier über die Theologie zur Monarchie. Das dauert 5 Runden, das geht relativ schnell. Dann können wir bis dahin noch in den alten Politikkarten bleiben. Und dann holen wir uns diese Karte hier. Und versuchen unsere Weltwunder, die wir gerade bauen, ein bisschen damit zu pushen. So, 2 Gesandte haben wir jetzt. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Wir haben relativ viele Stadtstaaten. Ich gehe mal in die, ohne in diese, können wir vielleicht in diese Stadtstaatübersicht gehen, ohne das hier zu sehen? Können wir das nicht irgendwie wegnehmen? Ach so, hier sind alle dann angezeigt, ne? Irgendwie ging das mal. Warte mal. Egal. So, also. Entweder wir holen uns den Suzerän-Status wieder. Zum Beispiel Granada. Oder wir investieren so ein bisschen in Hattusha, um da mehr Wissenschaft zu generieren für unsere Universitäten zukünftig. Suzerän-Status können wir auch noch mal haben, zum Beispiel in Akkad. Hier in Cahokia, dann verdienen wir in jeder Bank und jeder Werft und jedem Konsulat mehr Gold. Wir haben weder Banken noch Werften derzeit. Wir haben natürlich auch noch keine Universitäten. Cahokia, da werden wir dann aber auch schon Suzerän. Wo ist denn Cahokia? Das ist hier. Beides interessant. Granada und Cahokia. Eine Eingebung für die Theologie auslösen, das werden wir nicht mehr. Wir werden keine Religion mehr gründen. Das ist vorbei. Wir nehmen Cahokia. Ich glaube, Cahokia ist gut. Einfach deswegen, dann haben wir schon mal eine Geldstadtstadt, also zu reden. Hier ist noch nicht so viel investiert. Die werden auch noch nicht. Cahokia werden auch tatsächlich noch nicht gar nicht so viele entdeckt haben, weil Cahokia hier auf dieser Landzunge liegt und da eigentlich nur wir bis jetzt rangekommen sind. Und die von Osten kommen da sowieso nicht ran. Das heißt, das ist ein relativ einfacher Stadtstaat, den wir auch halten können, also zu reden. Machen wir. Platzierung bestätigen. Und die Zeitalterpunkte bringen natürlich auch was. Ja, die Oberhäupter Cahokias beugen sich Makedonien als ihrem ersten Suzerän der Welt. +2 Zeitalterpunkte. Wunderbar. Und wir haben hier eine ganze Menge freigeschaltet. Oh Gott. Inseln. Kumasi. Auch noch freigeschaltet. Nochmal ein Kulturstadtstaat auf einer Insel. Hier geht es ja noch wahnsinnig weiter. Hier sind ja auch Boote und Schiffe unterwegs. Ganz neue Perspektiven, die sich hier auftun. Cool. Also, neue Stadt. Also, Kumasi, Handelsweg entsenden, neue Quest. Und in Maskat haben wir auch noch freigeschaltet. Wo ist denn Maskat? Wo ist denn Maskat? Ach, da oben? Da oben ist Maskat. Wie auch immer, den wir, ach so, bestimmt durch Gilgamesch irgendwie freigeschaltet bekommen. Okay, Maskat auf jeden Fall auch freigeschaltet bekommen. Okay, 2 neue Stadtstaaten.
Zwei neue Stammesdörfer auch noch. Okay, hier ist noch ein Bonusdorf. Das ist ja interessant. Da müssten wir halt mit irgendeiner anderen Einheit mal hin. Ich markiere mir das trotzdem mal, damit wir wissen, hier wäre es noch theoretisch was, in Anführungszeichen, zu plündern. Wir plündern das ja nicht, wir besuchen das ja offiziell. Und da ist gleich das zweite. Interessant, die Insel ist auch spannend. Pferde gibt es hier, wir haben hier Bernstein. Ich glaube, ein Luxusgut, was wir selber noch nicht besitzen, soweit ich weiß. Wir haben es, glaube ich, ertauscht, aber selber produzieren wir das noch nicht. Eine Möglichkeit haben wir hier, eine tatsächlich eine Siedlung zu gründen. Eine Insel, die sehr, sehr weit weg ist. Hier gibt es keinen Loyalitätsdruck. Auch schon mal sehr positiv. Hier gibt es Fisch. Wir haben ja auch noch mal Steine. Bernstein ist auch noch mal ein gutes Luxusgut. Ich sehe das eigentlich. Mehrere Steine sogar. Hier oben auch noch. Ich finde das tatsächlich gar nicht so verkehrt. Also in meiner Vorstellung her würde ich fast sogar hier auf diesem Bernstein eine Stadt gründen, weil wir dann dieses Feld hier später für einen Industriebezirk nutzen können. Und dann hätten wir hier noch einen Hafen und haben ein relativ gutes Dreieck. Die Pferde sind nicht so ganz relevant, da kommen wir dann zwar nicht hin, ist dann nicht, aber nicht ganz so dramatisch. Wir kommen aber auch an kein anderes. Wir kommen hier an die Fische. Okay, Wale sind eh weit draußen, da wären wir nur hier hingekommen. Aber ich würde das gerne neben der Stadt haben und ich möchte das Luxusgut auch gleich haben. Könnte man sich überlegen, nochmal eine Stadt zu gründen. Also wenn wir jetzt, wir haben ja demnächst noch ein paar Städte, wo wir an dem Wohnraumknappheit grenzen, wo wir auch keine neuen Bauprojekte unbedingt vorhaben. Und dann wäre das hier tatsächlich ein ziemlich netter Standort für nochmal eine weitere Stadt. Finde ich gut. So, darf ich nochmal Zeitalterpunkte bekommen? Ihr beherrscht den Markt für Marmor durch das weltweit erste Monopol. Ihr habt das Angebot, möge die Nachfrage steigen. Plus 3 Zeitalterpunkte. Genau, wir spielen ja hier mit Monopolen, Kooperationen und Monopolen. Und das heißt, dass wir alle Marmorquellen haben und kein anderer Marmor hat. Glaube ich. Und das ist nochmal der Souterrain-Bonus. Auch sehr, sehr cool. Das ist eine coole Sache mit dem Monopol. Ich weiß gar nicht, irgendwoher konnte man das auch nochmal einsehen. Aber frag mich jetzt nicht, wo. Ich glaube, auf den Märkten konnte man das wohl sehen. Wir haben auch, glaube ich, irgendwo schon so eine Marmorindustrie, glaube ich, gebaut. Hier, genau. Hier in Makubu-Berg. Oh Gott. Wegen Marmor und Kubustan und Berg wegen den Bergen. Übrigens, nochmal für alle, die diesen Zungensprecher mit mir aussprechen müssen. Also, Handwerker hierüber, Musketier hierüber zur Absicherung, damit wir hier den Steinbruch gleich machen können. Ja, Wohnraumprobleme haben wir immer noch. Das müssen wir lösen. Und ich würde sagen, mit dem Schiff einmal über den Ozean. Wir könnten die erste Nation sein, die es schafft, eine Weltumsegelung zu machen. Das gibt tatsächlich nochmal ganz schön viele Zeitalterpunkte. Wichtig, wäre wirklich wichtig, dass wir das vielleicht auch noch schaffen ins normale Zeitalter. Ein bisschen Zeit haben wir noch. So, ich würde sagen, wir spielen noch mal so ein, zwei Runden. Wir sind jetzt in Runde 153. Spiel wird umfangreicher jetzt in den letzten Runden. Man hat jetzt mehr Entscheidungen zu treffen, mehr Städte zu verwalten, mehr Einheiten durch die. Ja, dabei schieben wir immer noch keine Einheiten durch die Gegend. Wir führen ja keine Kriege und sowas. Aber man merkt, das Spiel wird dadurch dann noch mal ganz schön umfangreicher. Hinten raus. Der Mensch leidet nur, weil er ernst nimmt, was die Götter zum Spaß erschufen. Ja. Theologie. Sehr schön. Wir machen lassen die Politikkarten so. Wir gehen gleich weiter in Richtung Monarchie, damit wir die Politikkarten haben, die wollen. Und machen jetzt erstmal hier den Steinbruch. Plus 2 Produktion, plus 2 Glauben. Wichtig für uns, dass wir nochmal zivile Einheiten damit kaufen können. Und das möchte ich immer noch gerne einnehmen, aber wir müssen den jetzt eigentlich nochmal heilen. Das ist auch wichtig. Guck mal, hier sind einfach noch Krieger in Nazca und irgendwelche Reiter. Eigentlich ist Nazca wahnsinnig schlecht geschützt. Vielleicht können wir da doch noch mal irgendwann was regeln da in der Stadt. So, gut, die Felder bewirtschaften wir wunderbar. Wir sind ja auch schon wieder an der Wohnraumgrenze, aber das Aquädukt hilft uns gleich. Mit Süßwasser ist eine Runde fertig. Wunderbar. Luxusgüter wollen wir erstmal. Wir wollen erstmal nichts handeln.
Wohnraum, ja. Stadt benötigt Nahrung. Okay, das ist doof. Da müssen wir ein bisschen was ändern jetzt an den Feldern, die wir bewirtschaften. Und zwar müssen wir das auf jeden Fall bewirtschaften. Das nützt nichts. Wir können nicht nur auf Kultur hier gehen. Sonst entwickelt sich die Stadt hier nicht weiter. So, und wir haben einen großen Admiral. Das ist auch sehr schön. Der hilft uns auch nochmal bei der Erkundung. Den rekrutieren wir auch sofort. Das gibt uns auch nochmal Stadt-Stadt-Quests, die wir dadurch dann erfüllt haben. Wir können hier mit dem Admiral hier nochmal ein bisschen durch die Weltmeere fahren hier. Außerdem auch ein Ausrüstungsbonus für die Aufklärung. Einen Gesandten in Mogadischu. Einen Zeitalterpunkt, auch sehr schön. Und es wurde mal wieder Frieden geschlossen. Also wie lange die hier noch Krieg führen wollen, die beiden Parteien, da bin ich mal wirklich gespannt. Übrigens Pergamon immer noch eine freie Stadt. Hat sich immer noch nicht entschieden. Und wir haben einen weiteren Gesandten, den wir jetzt verteilen können. Und ich würde sagen, dann machen wir das mit Granada, dass wir da wieder so zerren sind. Damit wir hier wieder ein bisschen mehr Kontrolle haben. Also jetzt Cahokia und Granada auf unserer Seite. Wunderbar. Wir haben wieder eine ganze Menge Geld und wir könnten eigentlich hier nochmal einen weiteren Musketier ausbilden, damit wir das Salpeter loswerden. Genau. Das sieht gut aus. So, und wir umsegeln wir weiter die Welt und. Organismen sehen CO2 nicht als Gift. Pflanzen und Organismen, die Schalen bilden und Korallen, sehen es als Baumaterial. Haben wir gleich das nächste Highlight, das Great Barrier Reef. Auch ein unfassbar gutes Naturwunder. Jede Nation, die sich an dem Great Barrier Reef siedeln kann, für Campus, für Wissenschaft, kann sich sehr glücklich schätzen. Hätte ich sehr gerne gehabt. Schade, kann man sich leider nicht aussuchen, aber grundsätzlich schon mal eine coole Sache. Und? So, jetzt kriegt Koji ein bisschen Assassin's Creed Vibes, glaube ich. Kleopatra! Ich bin die wiedergeborene Isis, der fleischgewordene Nil. Ich bin Kleopatra und euch freundlich gesinnt, wenn ihr euch als würdig erweist. Und es ist natürlich eine Ehre, euch kennenzulernen. Die schönste Frau der Welt, zumindest damals. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Kleopatra. Wir haben eine Stadt in der Nähe. Möchtet ihr sie besuchen? Ich würde euch gerne das Brettspiel Senet beibringen. Natürlich, sehr gerne. Wir wollen das Brettspiel auch spielen. Und wir wollen natürlich auch gerne in ihre Stadt reisen. Und Nächen haben wir hier tatsächlich entdeckt. So, das Great Barrier, wie gesagt, hat uns Zeitalterpunkte gegeben. Nur ein, weil wir das nicht als allererstes entdeckt haben. Und wir haben den Vatikan aufgedeckt. Meine Güte, der Vatikan ist auch da. Zwei neue Stadtstaaten getroffen. Ach so, da und da. Okay. Ja, Wahnsinn. Mal gucken, wir müssen bald. Die Chance einer Weltumsegelung oder einer Weltumrundung steigt. Wir müssen mal schauen, ob wir hier irgendwie im Norden hier um die Insel kommen. Dann können wir das vielleicht sogar hinkriegen. So, ja, vieles tut sich. Genau, ich würde sagen, wir gehen nochmal einmal in die nächste Runde. Dann haben wir ein paar Sachen abgeschlossen hier. Vor allem hier oben. Und hier, dass wir zumindest jetzt diese Bauprojekte noch einstellen. Das würde ich ganz gerne noch machen. Sonst vergessen wir nämlich das nächste Mal dann wieder, wenn wir das nächste Mal weiterspielen, was wir eigentlich bauen wollten und so weiter. Und das finde ich immer ein bisschen unglücklich. Deswegen machen wir auf jeden Fall so, dass wir diese Bauprojekte noch abschließen. So, sie möchte Eisen haben und weil Kleopatra so lieb und nett ist, und wir mit Eisen eh nichts mehr anfangen können und wir kriegen einmalig 63 Gold und offene Grenzen, ist okay. Ist okay. Eisen, die ist so weit weg, die wird uns eh nicht gefährlich. So. Auf geht's, weiter geht's. Bewegt euch einen krass, ey. Galapagos-Inseln und Great Barrier Reef direkt aneinander. Schade. Also als Inselnation, jetzt stellen wir mal vor, man hätte irgendwo hier angefangen. So. Achso, guck mal, das haben wir übrigens auch noch. Nach unserem lang ersehnten Treffen mit dem Volk Ägyptens haben wir das seltsame Gefühl, dass da draußen keine weiteren Zivilisationen auf uns warten. Das stimmt, mehr als 8 Zivilisationen gibt es auf der Karte nicht. Das heißt, wir haben alles entdeckt, was es geht. Und ein neues Industriegebiet ist fertig. Pfeifen signalisieren den Beginn einer neuen Schicht und Arbeiter aus Marbella strömen ins Industriegebiet, um ihr Tagewerk zu vollbringen.
drei weitere Zeitalterpunkte. Das heißt, wir haben jetzt wirklich schon 92 von 93. Und ich habe noch gesagt, das wird super, super schwierig. Aber das uns hat jetzt eine ganze Ecke nach vorne gebracht. Wunderbar. Wir können auch mal gucken. Will noch jemand Pferde? Nein, Pferde will keiner nehmen. Eisen möchte... Ah, okay. Trajan möchte noch Eisen nehmen. Ich weiß gar nicht, ob er uns noch was abnimmt. Sogar noch 10 Stück. Ich darf noch mehr abnehmen. Wie sieht es denn aus? 15? Auch noch 15, okay. Können wir das hier vielleicht so machen? 16, ja. Okay, Trajan nimmt uns noch einiges ab. 20. 20 nimmt Trajan uns ab. Die können wir ja noch weiter verhandeln. So, dann haben wir das, diese Deals. Wir haben hier die drei Zeitalterpunkte noch bekommen, genau. Und dann stellen wir jetzt noch die Bauprojekte ein für die nächsten Runden. So, wir können hier Monument, Stadtmauern, eine Werkstatt könnten wir theoretisch auch bauen. Da ist übrigens unser Industriebezirk, ist glaube ich hier. Genau, hier ist unser Industriebezirk. Sieht noch sehr rudimentär aus, ne? So ein bisschen Stein und sowas. Wird alles besser. Stadtmauern, ja, finde ich jetzt nicht so notwendig. Monument könnte interessant sein. Einfach, aber die Grenzerweiterung, die Stadt ist schon echt riesig, das ist auch unwichtig. Wir könnten auch uns überlegen, hier den Siedler zu bauen. Das wäre vielleicht auch gut. Wenn wir hier den Siedler bauen, dass wir dann hier tatsächlich als nächstes hier runterziehen und da eine Stadt gründen. Da hätte ich total Lust drauf. Und wir sind hier eher im Wohnraum-Cap. Und haben jetzt eh kein anderes Bauprojekt in der Stadt. Dann lass uns doch hier den Siedler bauen. Zack. Dann haben wir das. Wissen auch wohin. Und in Dijon würde ich sagen, jetzt nachdem wir das Aquädukt gebaut haben, wir hier viel Wohnraum haben, können wir jetzt uns immer in Richtung... Ja, Sachen stellen und ich würde sagen, wir fangen hier mit dem Industriegebiet an. Das hilft uns dann auch wieder für den Hafen und so weiter. Dann geht alles andere auch schneller. Und fangen hier mit dem Industriegebiet an. Gute Sache. Also und hier denken wir einfach mal so ein bisschen die Karte auf. Wir können ja auch weiter Richtung Westen segeln. Und das Schiff bewegen wir auch mal hier Richtung Norden hoch. In der Hoffnung, dass wir irgendwie auf die Umsegelung kommen. Und ein neuer Stadtstaat. Ayutthaya. Nochmal ein kultureller Stadtstaat. Wahnsinnig viele Stadtstaaten. So, gut. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir Stopp für heute. Ich beende jetzt erstmal die Aufnahme für YouTube. Wie gesagt, ihr könnt euch dann alles, was hier im Stream passiert, bei YouTube nachschauen. Alles, was bisher passiert ist, alles, was noch passieren wird, folgt einfach dann über die Kanalinfo auf unseren YouTube-Kanal. Den könnt ihr natürlich auch abonnieren. Da sind auch alle anderen VODs von unseren Livestreams. Guckt da alles gerne mal rein. Wir freuen uns über jeden Like, über jedes Abo, über jeden Follow. Und natürlich auch über jeden Zuschauer hier bei uns in den Streams oder bei den Zuschauern in den VODs. Und ja, sag erstmal vielen Dank für heute, für die Runde. Und sag dann schon mal bis zum nächsten Mal für die YouTube-Zuschauer, für die alle, die jetzt noch hier bei Twitch sind. Quatschen wir jetzt noch mal kurz ein bisschen. So, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.